Tschüss. Tschüss. So. Gucken, ob sie merkt, dass das Einhorn weg ist. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu unserem bereits zweiten Halloween-Video. Zweites Halloween-Video. Wir sind wieder verkleidet. Wir sind, ja. Erstmal die Kapuze aufsetzen. Und wir verkleiden heute unsere Einhörner in einer 5-Minuten-Challenge. Wir hatten ja schon angekündigt, es gibt eine Bastel-Challenge und dass es Kostüme für unsere Einhörner sind. Hatten wir auch schon so ein bisschen. Ist eine Überraschung. Wir haben uns hier ganz viel Material bereitgelegt. Diesmal gibt es keine Materialbeschränkungen. Wenn uns noch was einfällt, was wir ganz dringend brauchen, können wir das auch noch spontan holen. Aber alles muss in 5 Minuten geschehen. Und hast du eine Stoppuhr? Ja. Ich habe mein Handy hier. Mein Handy kann alles. Deswegen brauche ich keine Stoppuhr. Ich meinte jetzt auch nicht nein. So eine... Nein, so eine Uhr zum Drücken. Nee, ich habe die Uhr hier bereit. Wir können ja mal kurz zeigen, hier zum Beispiel so Filzsachen. Wir haben hier Pappen liegen, Washi-Tape, Servietten. Hier ist noch ein bisschen mehr Papier. Hier ist Wolle, noch anderes Garn. Dann sind hier so ein bisschen Grünzeug. Wolle, dann sind da Stoffreste, Scheren sind schon hier, Kleber. Also wir dürfen alles benutzen. Die einzige Beschränkung sind die 5 Minuten. Okay. Ich würde sagen, ich schmeiße die Uhr mal an. Timer. 5 Minuten ist sogar schon eingestellt. Mysteriös. Und los geht's. Wow. Okay. Weißt du schon, was du dann verkleidest? Ja, ich habe so eine Idee. Es bleibt so. Es ist wie ich ein Zombie-Einhorn. Nein. Ich gehe so ein bisschen. Ich schnapp mir hier ganz viel Orange und wickel das liebe Tier ein. Oh, das erstmal kommt natürlich das Namensschild ab, das kommt nachher wieder drum. Ja, stimmt, ich mache es auch ab. Ich schneide das ab, weil es soll ja nicht erkannt werden, es soll richtig. Ja nicht Verkleidung sein. Ich wollte so ein bisschen in die Hexenrichtung gehen. Ich habe diesen Stoff hier entdeckt und da habe ich mir direkt so vorgestellt, dass das cool so als Umhang wäre. Für so eine Hexe. Mr. Fluffy wird ein Kürbis. Das heißt, er wird erstmal komplett orange. Mit orangefarbenem Washi-Tape und orangefarbenen Servietten eingemantelt. Und dann bekommt er hoffentlich noch was Grünes auf dem Kopf. Das gucke ich gleich mal. So, Mr. Fluffy, wie viele Servietten brauche ich denn wohl für dich? So, wickel, wickel, wickel. Ein bisschen gröber. Okay, zweite Seite von Mr. Fluffy. Dritte Serviette. Er guckt mich sehr verwundert an, was ich mit ihm tue. Ich glaube, er hat Angst. Gut, ich habe schon mal so ein Tuch drüber gemacht. Und ich habe hier noch so mehr Stoff. Vielleicht wickel ich die noch so um die Beine drum, damit es so ein bisschen düsterer aussieht. Das Cape hält. Oh, das sieht aus wie Rotkäppchen. Süß, ne? Ja. Ist noch keine böse Hexe? Nee. Vielleicht wird es auch keine böse Hexe. Vielleicht wird es auch einfach Rotkäppchen. Ich meine, es kann sich doch auch als liebe Hexe verkleiden an Halloween, ja. Oder? Als Sabrina. Ich hoffe, man sieht uns überhaupt hinter unseren gigantischen Einhörnern. Zwei Verrückte, die Einhörner dekorieren. Verkleiden. Nun kommt der Kopf dazu. Die Ohren müssen natürlich frei bleiben. Oder auch nicht. Ich dachte, die bleiben frei, aber... Oh, ich mach so einen Hut. Stimmt, ich hätte auch einen guten Hexenhut noch machen können, ne? Aber naja. Ich werde jetzt erstmal hier... schwarze Gamaschen um die Beine machen. Können auch schwarze Stiefel sein. Es sieht wirklich aus wie Rotkäppchen. Es sieht total süß aus. Okay. Der Hut passt. Hut sitzt. Grün. Oh. Ich kann sagen, haben wir was Grünes? Ich habe noch eine total gute Idee, aber dafür müsste ich loslaufen und noch was holen. Ich weiß nicht, ob ich das noch in der Zeit noch schaffe. 1:30 hast du noch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß, wo was ist, aber ob ich das zu schnell finde. Aber ich glaube, ich riskiere es. Tschüss. Tschüss. So. Gucken, ob sie merkt, dass das Einhorn weg ist. Ich bin wieder da. Oh,
Oh, schön. Wo ist mein Einhorn? Weg. Es ist abgehauen. Es ist weggelaufen. Es wollte ich nicht mehr. Das hier geholt, einen Totenschädel. Oh Mann. Eigentlich dachte ich, ich würde noch so gruselige Zähne finden. Die hätte ich dann hier dran geklebt. Aber jetzt mache ich einfach was Gruseliges. Ich verstecke den Totenschädel hier hinten unter diesem Umhang. Der Kürbis sieht ja super cool aus. So, jetzt kommt noch ein Blatt da dran. Wo ist das Tape, was ich eben hatte? Egal. Nutze ich anderes Tape. Oh mein Gott, dieser Totenschädel. Oh nein, die Zeit ist rum. Aber es hat sich gelohnt, okay, dass ich doch den Totenschädel geholt habe. Dadurch ist jetzt erstmal mein Einhorn richtig gruselig geworden. Ich mach mal das Piepen aus. Weg damit. Okay. Ich finde, das sieht richtig süß aus. Dankeschön, ich finde es auch. Ich finde dieses Gewehr auf dem Kopf mit dem Strunk oben, ja, und dem Blatt. Super cool. Oh, mit den Schuhen, die habe ich gar nicht gesehen bisher. Also, oh, mein Einhorn hat hier eigentlich, ich habe es nicht an allen vier Hufen geschafft. Es hat so kleine Gamaschen, mhm, oder so schwarze Stiefelchen und einen roten Umhang. Und das einzige wirklich Gruselige ist, dass sich unter dem Umhang noch ein zweites Gesicht versteckt, ein Totenschädel. Das ist jetzt ein Einhorn mit zwei Gesichtern, mit einem, oh mein Totenschädel Gott, und mit einem echten Gesicht. ja. Ich bin bei der niedlichen Kürbis-Variante geblieben. Einmal komplett in Orange eingefüllt. Aber das finde ich, sieht richtig süß aus. Wirklich sehr cool. Dankeschön. Ich hätte gerne noch ein bisschen daran weitergearbeitet. Ich wollte noch ein paar weitere, hier hinten noch so ein bisschen schwarzen Stoff drumwickeln. Vielleicht, ja, um den Körper noch was Dunkles drumwickeln. Damit das so ein bisschen düsterer aussieht. Ein sehr, sehr guter Anfang. Ich finde das hier super schön mit dem. Ja, das war so meine erste Idee, als, ja, ich den Stoff sah, dass ich da so, mhm, einfach so einen Umhang von mache. Ja. Und ich habe ja eben schon gesagt, diesen Totenschädel habe ich jetzt schnell gefunden. Mhm. Eigentlich hatte ich in Erinnerung, dass irgendwo so Zähne sind. Und dann, ja, wollte ich so Vampirzähne. Das wäre auch sehr, sehr cool machen. Weil das wird auch gut passen als, ja, Vampir, ne? Mhm. Also so ein bisschen dunkel mit diesem roten Umhang und dann diesen. Also das fände ich ziemlich cool, mhm, aber naja, ich habe auf die Schnelle nur den Totenschädel gefunden und ich finde, das ist auch ganz witzig. Ja. Ihr könnt natürlich abstimmen, wie immer seid ihr auf der Seite von Mr. Fluffy. Mr. Fluffy, dann schreibt Hashtag Team Eva, mhm, oder auf der Seite von Rainbow Sparkle, dann schreibt Hashtag Team Kati, oder findet ihr beide Einhörner cool, dann schreibt Team Beide in die Kommentare oder auch beim kleinen i könnt ihr gerne, genau, abstimmen. Da könnt ihr natürlich auch abstimmen und wir hoffen, euch hat die Challenge wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt, die kleine Glocke aktivieren. Ihr könnt natürlich auch bei Instagram bei uns vorbeischauen, bei @kreativeideen, bei @kati_carajo und bei eva_ einfach so. Das, ja, weglassen. Und ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.